heute wird es kein Video über Pool geben. Ich habe ein bisschen Ärger und ich bin komplett blockiert, was das Kreative angeht. Also werde ich heute, oder ich sag so, seit einigen Tagen bin ich nun schon am Ausmisten, Sachen loszuwerden oder Seelenreinigung, wie man so schön sagt. Ich zeige euch mal ganz kurz. Hier habe ich alles, was ins Brocki kommt oder bei euch auf den Trödel. Hinten habe ich schon Abfallsäcke gefüllt. Die kommen auf den Müll. Und jetzt habe ich gedacht, da ich mit dem Kopf nicht bei der Sache bin, werde ich unten die Küche auch ausmisten und ich möchte da eigentlich noch ein kleines Regal hinbauen und ich schaue, wie weit ich euch mitnehmen kann. Ich filme das jetzt mit meinem Handy, also ich weiß nicht, wie gut die Qualität ist oder sein wird von diesem Video. Die habe ich hier schon ein bisschen ausgeräumt, ansonsten wäre hier der Tisch. Das habe ich alles schon mal rausgeräumt. Und um diesen Bereich hier soll es gehen. Da möchte ich ein kleines Regal hinbauen. Jetzt ist alles ein bisschen chaotisch und durcheinander. Hier halte ich mich hier grundsätzlich tagsüber auf. Und wenn ich Kurse habe, dann kann ich hier auch Sachen vorbereiten. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber naja. In der Küche habe ich nicht mehr weitergemacht, aber ich habe ja diese Stühle, ich habe zwei davon, die habe ich vom Eigentümer dieses Haus bekommen und die wollte ich schon ewig lang bearbeiten, also seit 4 Jahren. Ich konnte mich aber nie dazu aufraffen und da ich ja im Moment eh nichts Besseres zu tun habe, nehme ich jetzt diese Stühle in Angriff. Ich habe noch keine Ahnung, in welcher Farbe sie bestrichen werden sollen. Aber ich schleife sie jetzt einfach mal ab und mache mir Gedanken drüber, da ich noch nicht weiß, wie das Küchenregal ausschauen wird. Und ich habe irgendwie überhaupt keinen Plan. Das wird noch besser. Ich versuche jetzt einfach, oder ich probiere jetzt einfach ein bisschen aus. Ja. Jetzt denke ich, da das Schwarz sehr klein ist und ich denke nicht, dass es für beide Stühle reicht und da ja heute Sonntag ist und ich das heute zu Ende bringen möchte, werde ich die mischen und dann schaue ich, wie die Farbe ist. Ja.
das ist mir noch zu hell. Jetzt habe ich kein Schwarz mehr. Ich hätte aber noch eine Grünfarbe. Ja. Da ich meinen Bus mit Acrylfarbe gestrichen habe und das bis heute hält, werde ich jetzt hier Acrylfarbe noch reinmischen. Oder ich könnte natürlich gleich die schwarze Acrylfarbe nehmen. Aber ich denke, wenn man da regelmäßig drauf sitzt, hält das vermutlich nicht so gut. Und sonst werde ich es jetzt einfach mal in dieser Farbe streichen. Ich damit. Ja, das ist mir zu hell. Definitiv zu hell. Ich versuche das jetzt einfach mal und schau, was passiert. Da ich nun zu viel Farbe habe und dieser Tisch habe ich vor 3 Jahren restauriert und er ist auch unten in der Küche, der passt jetzt nicht mehr zu den Stühlen. Daher werde ich jetzt den unteren Bereich auch nochmals in der gleichen Farbe streichen und dann passt das zusammen. Ich habe noch Farbe und jetzt wird das noch gestrichen. Auch in der Küche, daher passt es. Für heute bin ich fertig. Es trocknet recht schnell, aber das lasse ich trocknen. Das wird morgen nochmals überstrichen und die Stühle auch. Den Tisch auch. Und ich denke, es kommt gut. Ich gehe jetzt essen, ich habe Hunger und wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Ich habe mir jetzt hier noch so 2 dünne Holzplatten besorgt. Das möchte ich hin an die Rückwand der Küche anbringen. Und das muss nicht besonders stabil sein, weil da kommt ja noch das Regal vorne dran.
Und das werde ich jetzt mal zuschneiden und hoffe, dass es passt. Und dann werde ich das in der gleichen Farbe streichen wie die Stühle. Und dann schaue ich weiter. Jetzt muss ich diese Steckdose hier einfügen. Dafür habe ich einen Versuch und ich bin im Messen nicht gerade ein Held. Dazu kommt ja, das ist ein altes Haus und alles ist schief, also ich werde das nicht gerade hinbekommen. Es wird schief sein, ich habe das beim ersten Brett hier schon gesehen, es wird schief sein. Ja, das ist nicht so tragisch, aber perfekt wird es nicht. Okay, ich mache jetzt dieses Loch rein und dann hoffe ich, dass es passt. Und sonst drehe ich durch. Das Loch ist draußen. Ich hoffe, es ist an der richtigen Stelle. Da bin ich bei mir nie ganz so sicher. Jetzt schleife ich das mal ein bisschen und dann schaue ich, ob es passt. Okay, ich gehe jetzt mal hoch damit und schaue, ob es passt. Entweder freue ich mich oder ich kriege einen Anfall. Hoch geht's. Habe ich alles. Aha. Okay. Mit Schleifen. Passt. Ja, ich glaube, das war's für heute. Also zu der Stromrechnung, zum Auto, zum Laptop habe ich noch das Problem mit dieser Decke. Das habe ich aber bereits der Verwaltung durchgegeben. Die hat sich das auch schon angeschaut. Da wird was geschehen, hoffe ich. Ich hoffe, dass ich aufgrund von diesem Schaden, wenn es ein größerer Schaden ist, nicht noch hier ausziehen müsste. Das wäre die Krönung des Ganzen.
Ja, ihr seht, auch ich habe meine Probleme, auch ich habe Probleme zum Lösen. Es läuft nicht immer alles wie geplant. Das Leben steht voller Überraschungen. Ein absolut chaotisches Video. Ich weiß, aber irgendwie habe ich komplett Lust auf ein chaotisches Video, genauso wie es im Leben ist. Okay, ich würde sagen, ich sage für heute Tschüss und wir sehen uns morgen wieder. Ich bin echt gespannt, dieses Video zu schneiden. Naja. Dieser Lampenschirm von der Küche ist relativ nicht mehr schön. Und ich werde da jetzt was versuchen. Auch hier habe ich keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich werde diesen Lampenschirm mit Acrylfarbe und einem Schwamm bemalen. Und dann schaue ich, wie es ausschaut. Ja. Ich werfe jetzt einfach mal ein bisschen den Staub
runter machen und dann gehe ich mit der Acrylfarbe drüber. Und dann wird es gut oder es wird scheiße. Bis jetzt schaut es eigentlich recht gut aus. Ich lasse es jetzt trocknen und schaue dann, ob das geht. Und dann kommen noch Streifen drauf. Wie überall bei mir. Ich habe überall Streifen. Mein Küchenregal. Mein super einfaches, schlichtes Küchenregal. Auch hier. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, also vielleicht nicht nachmachen oder noch nicht. Meine Idee ist, da ich keine Winkel anbringen möchte, dass ich das hier auf dieser Seite mit Weißkleber mal befestige. Und dann habe ich hier so ganz kleine Schrauben und die kommen dann von außen, werden die reingebohrt. Es kann jetzt natürlich sein, dass das Holz sprengt. Eigentlich müsste ich vorbohren, vielleicht mache ich das noch. Und dass das Brett natürlich auch sehr dünn ist. Ich versuche es einfach und schaue, ob das funktioniert. Mein Regal für die Küche ist nun fertig und jetzt mache ich am Lampenschirm weiter. Ich habe das jetzt hier wirklich einfach nur geklebt und dann hier auf der Seite habe ich noch Nägel reingeschlagen und es sollte halten. Ich habe immer noch von dieser angemachten Farbe und da werde ich jetzt mit dem Pinsel freie Schnauze Striche drauf machen. Das muss nicht perfekt sein, weil dieser Lampenschirm habe ich getestet, wie es ausschaut, wenn das Licht an ist und es sieht sehr nach Vintage aus. Also man sieht auch noch die Flecken, aber es hat so seinen Charme. Das wird jetzt ein Testversuch mit diesen Streifen und dann schaue ich, wie es ausschaut. Weiter geht's.
Mein Lampenschirm ist fertig, sieht fast wie vom Profi aus. Ich bin gespannt, wie es ausschaut, wenn es an ist. Das ist jetzt alles mit Acrylfarbe bemalt. Ich empfehle dir natürlich, dass du Farbe benutzt, die dafür geeignet sind. Ich habe keine Ahnung, wie sich das verhaltet. Ich habe es gestern mal getestet mit der hellen Farbe, ob da was passiert oder ob es riecht. Das war nicht der Fall, aber es gibt sicher Farben extra für Stoff. Ich habe es jetzt so gemacht, mir ist es egal, aber da soll jeder selber entscheiden. Aber ich finde, es hat was und auf jeden Fall, es passt in die Küche und da schaue ich jetzt, wie es ausschaut. Eins, zwei, drei. So sieht sie jetzt aus. Durch diese Flecken, die natürlich nicht weggehen, gibt es einen Vintage-Look. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil es passt hier in die Küche rein. Also wenn man jetzt eher modern eingerichtet ist, vielleicht weniger. Aber hier passt es rein. Die Rückwand habe ich jetzt auch angebracht. Die ist fertig. Das Regal ist auch fertig. Und dann würde ich sagen, werde ich hier mal alles durchwischen und dann geht's ans Einräumen und Dekorieren.